Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen! Der Waldzustandsbericht zeigt, dass sich die Gesundheit des Waldes insgesamt nur wenig verändert hat. In manchem hatte sie sich verbessert, in manchem verschlechtert. Aus politischer Sicht kann man feststellen, dass der Waldzustand 2017 praktisch gleich ist, wie er war von 2016. Die langen Reihen zur Gesundheit der Bäume und Wälder zeigen eine Verschlechterung bis 2004. Danach bleiben sie praktisch gleich, wenngleich sie von Jahr zu Jahr unterschiedliche Schwächen aufzeigen. Die Schadstoffemissionen zeigen in der langen Reihe ein eindrucksvolles Muster. Die Belastung mit Schwefeldioxid ist von 1980 bis heute auf weniger als ein Zehntel gesunken. Die heutigen Emissionen sind kein Problem mehr. Die Abnahme der Säurebelastung wurde in den 80er Jahren durch den Kraftakt der Großfeuerungsanlagenverordnung und ihrer energetischen Durchsetzung bewirkt. Der Bericht zeigt auch, dass eine gewisse Erwärmung stattfindet, nicht nur im Forst. Die Erwärmung hat für die Waldgesundheit Vor- und Nachteile. Letzteres insbesondere durch die Zunahme des Befalls mit Schadinsekten. Die Erwärmung kann als Teil einer Klimaänderung betrachtet werden. Wissenschaftlich gesehen bedeutet dies eine leichte Erwärmung nur eine Verlagerung der Vegetationszone, wie wir sie in Mitteleuropa seit vielen Jahrhunderten beobachtet haben. Der Bericht stellt fest, dass die Nährstoffversorgung der Wälder gut und manchmal allzu gut ist. Ein umweltpolitisches Problem ist dabei die Stickstoffsättigung. Die dafür maßgeblichen Emissionen kommen aus der Landwirtschaft und aus dem Straßenverkehr. Im Ackerbau werden die Emissionen an Stickstoffverbindungen auch durch die neue Düngeverordnung angegangen. Beim Straßenverkehr kann eine deutliche Minderung erreicht werden, wenn die neuesten Emissionsnormen bei der Zulassung beim praktischen Betrieb der Fahrzeuge nachhaltig durchgesetzt werden. Es wäre gut, wenn der nächste Waldzustandsbericht einen Schwerpunkt beim Stickstoff setzen würde. Die politischen Verlautbarungen betonen Zusammenhang der Waldentwicklung mit dem Klima. Aber die Kausalitäten sind hier nicht deutlich. Die bisherigen und absehbaren Klimaveränderungen in Rheinland-Pfalz schaden im Wald nicht, wenngleich dadurch andere Baumarten ins Optimum kommen. Auch der Insektenbefall ist periodisch und zeigt keine eindeutigen Tendenzen, bis auf den Borkenkäfer, der durch das trockene Wetter begünstigt wird. Die Landesregierung, die Forstverwaltung und die Waldbesitzer müssen darauf achten, dass die nachhaltig großgezogenen Bäume mit Gewinn verwertet werden. Die Forstverwaltung hat in den vergangenen Jahrzehnten eine Verbundslösung geschaffen, wodurch sie den Kleinbesitzern, insbesondere in den Kommunen, bei der Vermarktung half. Dann kam eine Intervention des Bundeskartellamtes, das darin eine Beschränkung des Wettbewerbs sieht. Das Amt stützt sich dabei auf die marktradikale Vorschriften der EU und die entsprechenden Urteile der Gerichte. Bei allem Verständnis für den Vollzug findet die AfD diese Intervention der Bundesbehörden für überzogen. Wir treten dafür ein, dass die Gebote des Wettbewerbes nicht ohne Rücksicht auf die hergebrachte Verfahren beschneidende Kleinerzeuger und regionalpolitische Gesichtspunkte durchgesetzt werden müssen. Auch hier befürworten wir eine Überprüfung des unbedingten Gehorsams gegenüber den allzu pauschalen Regelungen der Europäischen Union. Holzöfen und geschlossene Kamine werden in Rheinland-Pfalz noch von Hunderttausenden von Haushalten benutzt. Sie bieten eine preiswerte und sichere Wärmeversorgung und gelten als besonders gemütliche Wärmequelle. Aufgrund der Novellierung der Verordnung über kleinere und mittlere Heizungsanlagen im Jahre 2010 mussten die hergebrachten Öfen nach und nach ausgetauscht oder nachgerüstet werden. Dies erscheint der AfD zumindest
im ländlichen Raum als unverhältnismäßig, denn dort führen die ohnehin bescheidenen Beiträge zu den Emissionen von Stickoxid und Staub erwiesenermaßen nicht zu den kritischen Konzentrationen in der Umgebungsluft. Der nächste Waldzustandsbericht sollte auch auf Holzerträge und deren wirtschaftlichen Wert eingehen. Die Wälder in Rheinland-Pfalz sollen nicht als Naturdenkmäler betrachtet werden, ihre wirtschaftlichen Funktionen bei der Produktion von Bauholz und Brennholz lassen sich erfahrungsgemäß gut mit der Erholungsnutzung und den Belangen des Wasserhaushaltes verbinden. Der Waldzustandsbericht ist eine sorgfältige und sinnvolle Arbeit, die uns allen bei der Wahrnehmung unserer politischen Aufgaben hilft. Danke.